Das Pico-Expert-Modell der Kultlok Baureihe 118 der Deutschen Bundesbahn kommt als Neukonstruktion in den Verhandel. Das Epoche 4 Modell trägt die Loknummer 118-020-7. Das Original dieser E-Lok war bei der BD Nürnberg, BW Würzburg mit Revisionsdatum vom 25.10.76 beheimatet und gibt den Betriebszustand ab 1976 wieder. Anfang der 1930er Jahre bestellte die Deutsche Reichsbahngesellschaft neue Schnellzuglokomotiven für die elektrisch betriebenen Eisenbahnnetze in Deutschland. Die ab 1935 ausgelieferten E18 gehörten zu den schnellsten Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn und erreichten eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h. 1937 erhielt die E18-22 unter anderem für Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit einen Grand Prix in Paris. Bis Kriegsbeginn wurden 53 Loks in Dienst gestellt. Nach dem Krieg setzten die Bahnverwaltungen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR die verbliebenen Schnellzuglokomotiven auf ihren Netzen wieder ein. Bis zum Aufkommen der ersten Einheits-Elektroloks waren die Schnellzuglokomotiven die Stars der jungen Deutschen Bundesbahn. Ab 1957 wurden sie jedoch vermehrt in den Eil-, später auch Personenzugdienst abgedrängt. Ab Mitte der 1970er Jahre begann die Ausmusterung der formschönen Lokomotiven. Bis 1984 schieden alle Loks aus dem aktiven Dienst aus. Das Pico-Expert-Modell der Baureihe 118 ist eine komplette Neukonstruktion und kommt in DC- und AC-Ausführung. Die Dachausrüstung ist perfekt nachgebildet. Besonders bestechen die extra angebrachten Dachlaufstege sowie die vorbildgerechte Nachbildung der Stromabnehmer SBS 39-54 sowie die filigranen Dachisolatoren und elektrischen Zuleitungen in vorbildlicher Materialstärke. Das Modell verfügt über extra angesetzte Teile wie Scheibenwischer, freistehende Front- und Türgriffstangen sowie feine UIC-Steckdosen. Details wie Stiellampen, Schilderhalter, Pfeifen, Bremskraftregler, SIFA, feine Auftritte auf den Pufferbohlen und die feine Nachbildung der Nieten am Gehäuse tragen zum perfekten Finish dieser E-Lok bei. Ein weiterer Blickfang ist das Fahrgestell mit den hervorragend gravierten Federpaketen, Sandkästen und angesetzten Sandfallrohren und den filigran ausgeführten und lackierten Speichenradsätzen. Die Lackierung und Bedruckung ist makellos sowie trennscharf und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Beide Drehgestelle haben auf je einer Achse diagonal angeordnete Haftreifen, die zur Erhöhung der Zugkraft beitragen. Das Modell der Baureihe 118 ist mit einer digitalen Schnittstelle PLAX 22 ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden 22-poligen Pico-Decoder abrufbar. Die Soundnachrüstung ist ebenfalls durch nachträglichen Einbau eines Lautsprechers und einem Sounddecoder problemlos möglich. Das AC-Modell besitzt mit dem neuen Pico Smart Decoder 4.1 einen werkseitig schon eingebauten digitalen Baustein der neuesten Generation mit MFX-Fähigkeit für das problemlose Plug-and-Play-Anmelden an hierfür geeigneten Digitalzentralen. Folgende digitale Funktionen sind abrufbar: F0 Licht,
F1 oder F2, Schlusslicht, Führerstand 1 oder 2. F3 oder F4, Führerstandsbeleuchtung, Führerstand 1 oder 2. F5, Maschinenraumbeleuchtung. Das Modell der Baureihe 118 hat einen Zinkdruckgussrahmen und zeichnet sich durch einen leisen und sauberen Lauf aus. Die seidenweichen Fahreigenschaften verdankt die Lok dem kräftigen Motor mit zwei Schwungmassen, die auch für ein vorbildgerechtes Ausrollen des Modells sorgen. Mit dem hervorragend detaillierten Modell der Kultlokomotive der Baureihe 118 setzt Pico einer weiteren deutschen Altbau-Elektrolokomotive ein würdiges Denkmal. Mit der feinen, originalgetreuen Nachbildung der Kultlok Baureihe 118 zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis unterstreicht Pico auch mit dieser Neukonstruktion seinen Anspruch, technisch ausgereifte Modelle mit hohem Spielwert sowie Betriebstauglichkeit anbieten zu können. Das attraktive Modell der Baureihe 118 der Deutschen Bundesbahn wird durch das elegante Erscheinungsbild zum Glanzpunkt auf jeder Modellbahnanlage.